Während der Beschwörung. Drachen freilassen, Drachenkammer, okay. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gemeint hatte, aber gut. So, dann würde ich nämlich jetzt mal sagen. Only the finest goods. Only the finest goods. Der ganze Spaß kommt nämlich jetzt mit hier rüber. Klack, 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 klack. Wir sortieren mal kurz. Tränke würde ich ja schon gern behalten. Die skurrile Exzenzen kommen da rüber. Die hätte ich übrigens auch so rüber tun können. Keine Ahnung, warum ich das nicht konnte. Titelbeförderer kommt mal noch hier rüber. Und bei der Brathähnchenfalle kann es sein, dass ich bei der Brathähnchenfalle eventuell mit hier runterlegen muss. So, jetzt haben wir uns erstmal wieder ein bisschen was Platz gespart. Sehr geil, haben wir 500 Kristall verbraucht. Haben aber jetzt Platz ohne Ende. Ich guck mal, ob wir so eine Brathähnchenfalle hinkriegen. Ich wusste nicht, ob ich hier das Platt machen soll noch. Hallo, Brathähnchen nicht für dich, Junge. So. Der hat einen Heiltrank. Schön, dass ich kann jetzt meinem Hobby nachgehen, alles einsammeln, was ich haben möchte. Das gefällt mir ausnehmend gut. So, gucken wir mal, ob jetzt... Ah, siehst du, ich brauche den gar nicht weiter anlocken. Reicht, wenn ich die Falle setze. Lass mal den Herr hier kurz platt machen. Wenn die helfen, damit die Hunde wieder spawnen. Schurke, Wildschwein, Wildschwein. Sehr schön, dann machen wir mal hier eine 6. Und hier eine 6. Und noch einmal eine 6. So. Denn hier gibt es keinen gesetzlosen Hund. Na, suchen wir mal noch einen, ist ja kein Problem, das sollte eigentlich schnell gehen. Na. Down with you! Dann kommt er doch immer her, kommt. Flapp. Multikill. So, jetzt brauchen wir immer noch einen Hund. Einen Hund brauchen wir noch. Kann ja nicht sein, dass hier kein Hund mehr ist. Da ist noch einer. Sehr schön. So. Erstmal hier der Praxquister. Haben wir schon vorgelesen. Der Mann, den ihr gesehen habt, ist sehr wahrscheinlich Roderick the Jagger.
wenn diese Informationen stimmen, dann ist er der Drahtzieher hinter all diesem, wie auch derjenigen, die euch töten wollte, als ihr ohnmächtig wart. Keine Zeit für Worte. Einer unserer Kameraden hier sagt uns, dass jemand, der aussah wie Rodrik der Jäger, nur Triumphhalle von Abern geeilt ist. Wir müssen Rodrik der Jäger abfangen, bevor er unser Konterpass angelangt. Na klar. Und jetzt du hier, Blaufalke Corby. Großartig, ohne diese Köter werden die Gesetzlosen nicht mehr vorgewarnt, wenn wir uns nähern. Vielen Dank. Danke dir, kein Problem. Jetzt gucken wir erstmal ganz kurz, was wir hier bekommen haben. An Waffen-Equip. Wir haben bekommen Ermittler-Großschwert. Das Ermittler-Großschwert ist ganz schön heftig, Dude. Er sieht schon wieder so scheiße aus. Ach komm schon. Wir haben noch eins. Ermittler-Langschwert. Muss man das nochmal kurz aus? Ermittler-Langschwert. Das Langschwert sieht epischer für uns. Ach, das ist ein Einkampfschwert. Ach so. Wir haben natürlich keine Rüstung, das heißt, wir brauchen das Großschwert. Aber das ist natürlich richtig heftig stark im Vergleich zu unseren. Aber wir brauchen es momentan nicht, deswegen lasse ich es mal. Ich möchte erstmal noch mein super schönes Schwert behalten. Momentan kommen wir ja ganz gut klar. Also ist kein Problem. Der Drache ist so episch. Warte mal ganz kurz. Wir machen mal Zone. Wo bekommt man Drachen wie deinen Ojo? Fragezeichen. Den hätte ich voll gerne. Flüstern. Wo bekommt man so einen Drachen her? Fragezeichen. Flauschi ist nur im Job. Danke. Okay, den kriegt man nur im Job, den Flauschi. Boah, der ist ja genauso geil. Machen wir die auch gleich nochmal. Nein, Job. Hier geblieben. Nein, nein, nein. Ich will wissen, wo ich die Drachen herbekomme. Bleib da mal stehen. Flüstern. Wo bekommt man den Drachen? Fragezeichen. Die Sense sieht ja auch episch aus. So cute! Die sieht schon cool aus. Fürs Thumbnail wäre das geil. Hoffentlich erinnere ich mich noch dran. Mit viel Zeit und Muche in Portis. Danke. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz in den Shop rein. Er meint ja, dass man im Drachenshop so ein Ding kriegt. Marktplatz. Bestimmt auf den Drachen-Insignien Marktplatz, nehme ich mal an. Drachenverbrauch, Verbrauchsgüter, Erfahrung, Drachen, Schutz, Erweiterung, Verbesserung, Handwerk, Verwandlung, Transport, Kostüme. Drache nach Wahl. Ei vom Schneekristall, Ei vom Schwarzblitz, Ei vom
Kaisan. Ei vom Aurelion. Die kostet aber alle sowas hier. Das ist doof. Das ist doof. Das will ich nicht. Haustiere. Haustierbeutetrank. 30 Tage. Ach, es wurde ja auch was gesagt. Und zwar, solle ich mich doch bitte mal um Haustiere kümmern. Weil die, weil die Haustiere ja, Zeug sammeln würden für mich. Haustierbeutetrank, 30 Tage. Balges, Junges. Runeweg, Drachen, Junges. Gruftfresser, Junges. Duali, Junges. Flippi, Junges. Rechtsweg, um dieses Haustier in euren Haustier-Rucksack zu setzen. Ihr könnt das Haustier aus dem Rucksack beschwören, löschen oder für schnelleren Zugriff für die Tastenkürzel legen. Takomi-Haustier. Wie sehen die denn alle aus? Der ist cool. 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 Und der ist cool. Ich würde jetzt einfach mal ein Haustier holen. Weiter zur Kaufübersicht. Sofortkauf, weiter zur Kaufübersicht. Menge 1, Bestellmenge 1, Coupon verwenden. Ich würde mir so ein Haustier mal holen. Einfach, weil wir es dann haben. Und wir haben ja das Gold ja gerade. Und warum sollten wir es nicht machen? Vorher gucke ich mir aber ganz kurz nochmal hier. Häuser kann man auch kaufen. Wir können ja noch Gold verdienen und damit dann Kristalle kaufen. So ist es ja nicht. Man kann in-game also auch Kristalle kaufen. Das geht auch und ist gar nicht so schwer. So für so ein grünstacheliges Steinhochgebäude reicht das auf jeden Fall. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal so ein Haustier. Und zwar hole ich mir den Dualitis-Jungen. Und dann geht's weiter. Fortkauf. Ja. Okay. B. Haustierrucksack. C. Ein Haustier, das an eurer Seite läuft, schön zum Fliegen, dabei Belohnungen ansammeln. Richtig zum Beschwören. Boah, ist der geil! Der gefällt mir mega gut, ey. Oh, der ist voll episch, der gefällt mir richtig gut. Meine Reisegefährten sind kollabiert. Würdet ihr ihn retten? Ja. Hallo, aufstehen. Aufstehen, warte im Gesicht. Aufstehen. Steht doch mal auf. Hallo. Ins Gesicht. Aufstehen. Ja, so, okay, ich versuch's mal anders. Nehmt dies bitte an. Gold. Juhu. Aufstehen, aufstehen. Weg sind sie. Na gut. Wir haben jetzt, geht zum Kota-Pass und haltet Rotring den Jagger auf. Aber das war's in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Denn, ja, nehmen wir mit aufs Thumbnail, oder? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Denn jetzt muss ich erstmal die Aufnahmepause machen, weil die Folge brauche ich heute noch. Und wir machen dann gleich weiter. Tschüss!